ausprobieren. Warte! Wer du beschwörst jetzt Sylf! Aber nein, die Castzeit ist Ifrit, oder? Ifrit! Komm her! Zerstör ihn! Was ist das denn für ein Angriff? Wie putzig! Wie putzig! Dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes nach Veladem, holen Gnome. Und dann Euclid gucken. Und Euclid macht mir die Äugchen auf. Und gucken, ob wir einen Huhn vermähen. Lightning Tiger Blade in deine Fresse, Erkres. So. Affen, wo bist du? Da vorne. Oh nein, sie haben den Hafen umgebaut. Der ist jetzt 2 Zentimeter woanders. So schrecklich. Schrecklich. Unfair. Unfair. So. Lass mich nicht einfach direkt nach Veladem fahren. Bitte. Bitte. Dramatische Pause. Ihr steht im Weg. Geht weg. Halt nicht. Geh ich halt weg. Tschü. Tschü. Chicken, du läufst falsch. Das ist die Strecke vom Wettrennen, die du gerade läufst. Ja, ich muss noch die anderen 3 Sachen gewinnen. Veladem! Ja, gerne! Vielleicht kann ich beim Bürgermeister Leonis angeben, dass ich jetzt Ifrit habe. Aber ich reise doch die ganze Zeit mit euch mit, Chicken! Ich sehe es doch, dass ihr Ifrit habt! Und die Möwe! 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 Stalke dich. Sonst stalken sie mich immer. Egal. Mal gucken, was der Bürgermeister dazu sagt. Ob der überhaupt was dazu sagt, dass wir jetzt Ifrit haben. Kann ja sein, dass es ihm total egal ist und einfach nur sagt: Schön für dich. Freu dich deines Lebens. Ey, Opi! Nenn mich nicht Opi! Ich bin erst 3.934 Jahre alt! Kätzchen! Kätzchen! Süßes Kätzchen! Verstehe! Ja, ich sollte ihn immer noch besuchen gehen. Ja, obwohl wir in Venezia vorhin waren, hast du ihn nicht besucht, du alter Sack. Ja, es tut mir leid, ich hatte andere Sachen im Kopf. Welche zum Beispiel? Keine Pornos auf jeden Fall. Ja. Wir verstehen schon. Alter Sack. So, Gnome. Da! Deine Höhle war da oben. Kutu-kutu. Höhle der Elementargeister. Wir gehen auf Elementargeisterjagd. Und werden dabei selbst gejagt von Käferbären. Nee, ihr seid mir zu schwach. Das will ich nicht. Obwohl ihr jetzt bestimmt doch nicht alle. Ich dachte, muss jetzt eine Attacke, die auf alle geht, Ember. Kann ja sein. Aber egal. Haha, ausgewichen. In your face, Käferbär. 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 Ach, jetzt kommen wieder diese Gnomen. Dinger da, diese Tonviecher.
nicht meinen, theorisieren zu müssen. Ja. Aber nicht mit mir. Ich sag einfach bye-bye. Oder nee, Amber. Los, Amber. Tu, was du nicht lassen kannst. Tractor Beam. Das sind nur zwei. Egal. Aua. Du hast blind wehgetan. Man schlägt keine Frauen. Und ich renne direkt weg. Amber, mach jeden einzelnen von ihnen fertig. Eruption. Töte sie einfach, vernichte sie. What? Ihr seid dagegen immun, dann macht... Menu! Total fies! Die Gegner mobben mich! Was soll das denn? Dann mach halt nochmal Tractor Beam. Na, ist nett, dass ihr euch aufteilt, ne? Acid Rain! Acid Rain! Tractor Beam! Vernichten wir sie halt einzeln. Noch ein Tractor Beam hinterher. Ja, Homeman's Face. Ist mir gerade egal. Bin nur zu Gnome. Als ich den Weg noch kenne. Oh. Wo die ganzen komischen Zwerge davor standen und ich nicht durch konnte. Gnome, hast du deine Mitarbeiter nicht unter Kontrolle? Anscheinend nicht. Erstmal Gehaltskürzung für alle. Dann. Ey, yo, lass mich durch. Wie? Soll das eine Herausforderung sein? Ich will gegen Gnome kämpfen, nicht gegen euch. Ach, hier geht's vor. Gnome! Ich bin ja zu Hause. Gnome, ich hasse dich. Kämpfe ich halt gegen euch. Amber wird euch alle wegrotzen. Los, rotz sie weg. Nein, das machen wir nicht. Wir sind anständige Leute. So, darf ich jetzt zu Gnome? Sieht nicht so aus. Malum. Malum, tust du mir das angenommen? Dann geh ich halt erst zu Undine. Was ist sowieso viel cooler als Erde? Ich weiß, da kann man ganz tolle Seifenblasen machen. Ja, Wasser ist auch tödlicher als Erde. Obwohl, wenn du mit so einem Haufen Erde beschmissen wirst, das tut mehr weh als mit einem Haufen Wasser. Kommt drauf an, in welcher Situation man sich befindet. Gnome hasst mich. Sonst würde er gegen mich kämpfen wollen.
Ember, hau weg die Scheiße. Vierfach K.O. Ich hasse diese Tonmänner. Hier war auch nichts. Außer mein gekränktes Selbstwertgefühl. Ich hasse dich, Gnom. Geh ich halt zu Mundina erst. Erstmal nach Euklid. Ohne euch. Megabiene. Verbrenner. Wieso hast du dich nicht vor den Feuerwellen treffen lassen? Käse! Das hatten wir ja lange nicht mehr. Von wegen, das Spiel ist vollgestopft mit Käse. Das ist doch alles Käse. Was auch Käse ist, dass der Ausgang weg ist. Nein, also nur da vorne. Falke. Ja, das ist das bessere Flugwesen. Ein Phönix. So, verbrennt zu Asche. Und kehrt nicht zurück. Im Gegensatz zu Phönix, ne? Egal! Geh mal halt zu Undine. Ich verstehe es halt nicht mit Gnom. Will ich es verstehen? Ja! Was willst du von mir? Hätte ich die abballern können mit dem Ring? Egal. Busch. Ich balle alles ab. Auch den Busch. Busch! Verbrenn! Ihr verbrennt auch jetzt. So. Alles zu Asche verarbeitet. Er muss gar nichts mehr tun. Einfach nur rumfliegen und lächeln. Sie braucht nur Bitte sagen und die Gegner gehen freiwillig in Flammen auf. Ja. Euklid. Da hat damals alles angefangen mit Nancy. Und jetzt sind sie irgendwo anders. Was hat es mit diesem Pferd auf sich, von der Typ damals am Anfang gesprochen hat? Ey, du, gib mir Kiste. Ach, in dein Face kann ich das nicht stecken. Nee. Stein? Ich will da hoch! Das ist ein Geheimnis. Ich geb dir gleich Geheimnis. Hier, in deine Fresse. Dauerbeschuss. Hat doch keinen Sinn. Oder Ember, du hast doch einen Besen. Los, flieg da hoch. Wieso redet Kress? Ich habe Ember ausgewählt. Steig auf deinen Besen. Ja, aber nur wenn du rennst. Emma! Hilfe! Ach, egal. Emma kann mir auch nicht helfen. Ist alles hoffnungslos. Wir werden alle sterben. Oh, nicht schon wieder! Und nicht, das hier ist immer noch niedergebrannt. Genau wie Quatsch. Rhea. Wieso habe ich jetzt Tränen in den Augen? Die ganze Situation zum Heulen ist. Wie funktioniert das mit Gnom? Ich glaube, da muss ich mich auch mal belesen im Forum. Vielleicht kann Undine ja irgend so eine Flutwellenattacke und schwemmt die ganzen Tonmänner weg.